So, bin ich wieder da? Hallo? Wie man sieht, sieht man noch nichts, aber das kommt gleich. Gib mir nur eine Sekunde. So, bin ich wieder da? Hallo? Wie man sieht, sieht man noch nichts, aber das kommt gleich. Ah, ich kann mich selbst hören. Schön. Hallo, Toka. Jetzt nicht mehr, okay. Wie gesagt, PC-Wechsel. Ich hoffe, ihr wart nicht allzu einsam ohne mich. Brauche ich nur noch meine Splits. Das sind die hier. Achso, wenn noch jemand in TeamSpeak ist und mich in Live 1 reinschieben will, darf das gerne machen. Wenn nicht, dann bleibe ich halt in der Lobby, ist mir auch egal. Ich wollte es nur erwähnt haben. Dann holen wir uns kurz die Splits einmal hier. Und das Spiel wäre auch nicht so schlecht. Und jetzt keine Cutscenes. Ich habe noch nicht mal angefangen, das Spiel zu spielen. Du meckerst schon rum. Was geht? Okay. Warte mal. Nein, mein Fernseher ist so leise. Ich wundere mich schon. Wie laut ist denn das Spiel? Das sind 10%. Das geht. Error. Echt? Error. Ja, das Passwort ist falsch. Error. Error. Okay, kein Problem. Ich will auch gar nicht in Live 1. Also Kleinschreibung und zusammen habe ich beachtet. Wer weiß denn? Ist auch gar nicht so wichtig. Ah, sieht so gut aus, ne? Sollte passen. Error. Na. Ah. Becky, danke für die Mühe, aber ist nicht so wichtig. Schon durch, mit Wrath of Cortex? Ja. Getried? Ja, kein Problem. Das schon. Spam-Mails. Ist wieder weniger Pornoseiten besuchen. Nee, keine Ahnung. War ein Vorschlag. Das wird man auch sagen dürfen. So, im Vergleich zum letzten Mal, wo ich dieses Spiel gezeigt habe, hat sich ein bisschen was getan. Nicht strategiemäßig. Also zumindest nicht von den Strategien her, die ich zeige oder anwende. Aber jetzt im generellen Spiel, nämlich haben wir Cutscenes rausgeschmissen. Also alle Film-Cutscenes, die es in diesem Spiel gibt, die man in Sands of Time zum Beispiel überspringen kann, wenn man einfach A drückt. Haben wir rausgeworfen und haben dabei herausgefunden, dass meine Spielversion, ich glaube, 9 Sekunden langsamer war als alle anderen. Weil die an einer Stelle andere Game-Over-Screens bekommen hat, die länger waren. Ganz komisch. Weiß keiner warum. Das heißt, dieses Rausschmeißen von Cutscenes macht das Spiel erstens schneller und zweitens macht es vergleichbarer zwischen den verschiedenen Versionen. Zu eurem eigenen Wohl solltet ihr das hoffen.
Fängt es mit dem Undersweep an, wenn sie es glücklich macht, bitteschön. Die Reihenfolge vom Rauskommen sind erst Sands of Time, dann Warrior Within, dann The Two Thrones. Also das hier ist das zweite Spiel. Boah, 1,54 ist ein ziemlich gutes Boot. Oh. Damit kann man doch mal anfangen. Das Problem ist, dass der Zeitfaktor in diesem Run ganz am Ende liegt. Und zwar beim letzten Boss. Und zwar braucht man die richtige RNG für den Skip von ihrem Attackenmuster. Und wenn man Pech hat, hat man Pech. Ja, auch für diesen Speedrun, für Any% werden wir Glitches verwenden, die nur auf... Also nein, sie gehen nicht nur auf PC, sie gehen auch auf der Konsole. Allerdings ist dieser Glitch auf der Konsole deutlich langsamer. Nicht langsamer, aber er hat weniger Effekt, sagen wir so. Ist ziemlich schwer zu beschreiben, ohne den Glitch zu kennen, deswegen. Wartet mal noch 5 Minuten, dann wisst ihr, von was ich rede. Die meinen ZFM-Run gesehen haben, wissen, dass es darum geht, wild durch die Luft zu fliegen. Mit dem Zip-Glitch. Wenn man sieht, ich bin nur 30 Sekunden vom Weltrekord weg. Was eigentlich ziemlich genau diesem letzten Zyklus entspricht. Diesem RNG-Skip beim letzten Boss. Wenn ich den bekomme... Auf einem guten Run habe ich Weltrekord. Haltet den Eindringling auf. Von diesem ersten Run erwarte ich nicht viel. Das ist erstmal nur wieder zum Reinkommen fürs Movement. Ich habe dieses Spiel schon länger nicht mehr gespielt. Vielleicht 2 Wochen oder so. Und wer selbst Speedrunner ist, weiß, dass man Movement relativ schnell verlieren kann bei manchen Spielen. Die man nicht so mega hardcore drauf hat. Ach komm, geh doch bitte dieses Ding da hoch. Jetzt schon 5 Sekunden hinten. Trotzdem guten Boot, vor allem. Das ist ja das Ärgerliche. Ja, diese 20-3, wie gesagt, ist mit dem letzten Skip. Also, wenn ich den bekomme, ist die Chance ziemlich hoch, dass ich einen Weltrekord bekomme. Aber ich möchte nicht zu viel Hoffnung machen. Ich habe schon so oft versucht. Dieser letzte Skip, genau wenn man ihn braucht, nie kriegt man ihn. Oder nie krieg ich ihn. In der Kategorie hast du keinen Weltrekord. Stimmt. Ändere das. Es liegt nicht in meiner Hand. Es hängt nur vom Zufall ab. Wenn der Zufall mitspielt, bin ich verantwortlich. Und auch Zwischensequenzen, die einem sagen, ey, du hast ein neues Schwert oder du bist Game Over oder irgendwas, die zählen auch als Movie-Cutscenes, also als Film-Cutscenes und wurden rausgeschmissen. Super Movement. Ja, das ist ja richtig gut. Nicht. Also Cutscenes, die einem sagen, du hast ein neues Schwert oder Game Over oder so, die sind auch rausgeflogen, ganz automatisch. Jetzt beschlossen wurde, den ganzen, Filmordner zu löschen. Mal schauen, was ich noch in einer Stunde so hinbekomme. Cutscenes schnell sagst, klingt das wie Katzen. Wohl wahr. Es geht darum, möglichst viele Katzen zu überspringen. Was? Mit diesem Vorhang kann man auch direkt springen. Spart eine Sekunde, ist aber sehr riskant. Wer es nicht schafft, ist man tot. Könntest du mich bitte nicht treffen, hallo? Dieser Typ, Alter. Berserk oder was? Ja, das ist Schwachsinn. Diese Waffe hätte den Typ eigentlich treffen sollen, aber hey.
Wäre ja langweilig, na klar. Hier bin ich eigentlich direkt abgesprungen, aber cool. Wie ihr vielleicht schon auf dem Boot gesehen habt, die schnellste Fortbewegungsmethode im Spiel ist Side-Rolling. Und das war 12 Sekunden langsamer als mein Goldsplit hier. Okay, erst 2 Zips geschafft. Das ist der sogenannte Zip-Glitch, von dem ich gesprochen habe. Es geht darum, das Rewind-System mit möglichst vielen Inputs zu überladen. Jetzt machen wir mit diesen Mauswheel-Steps danach. Und dadurch werden die Aktionen vorher stark geboostet, wie man gesehen hat. Also meine Rolle geht auf einmal mega weit nach vorne und so ein Spaß. Das gleiche gilt für den Sprung und ähnliche Konsorten. Also. Oh, das war knapp. Der hätte mich fast die Falle getroffen und das nimmt sehr viel Zeit. So. Das war sehr schlecht. Der Goldschmiede, hast du nicht verstanden. Das tut mir wohl leid. Da kann ich ja auch nicht mehr helfen. Ja, dieser Tod war übrigens Absicht, nur falls jemand fragt. Ich habe die Mauswheel-Steps gesehen und alles wird geboostet. Jetzt ist diese Plattform verschwunden, das heißt, der Glitch, der gleich kommt, funktioniert. Nämlich werden wir jetzt... Wenn es funktioniert hat. Eigentlich sollte ich hier nicht runter Wand laufen. Das könnte es versauen. Ja, hat es versauen. Ach, dumm. Ich glaube, jetzt kann es nicht mehr funktionieren. Das heißt, Reset. Ach, dämlich. Da habe ich schon gehabt und versaus nochmal. Mega unnötig. Egal, war sowieso nur Training. Also wenn man hier schneller stirbt, ja, der Crash war abzusehen. Wenn man schneller stirbt, wird man zum Sandgeist, oder wie es auf Deutsch heißt. Und kann das Spiel damit in 20 Minuten beenden. Allerdings nicht, wenn sowas passiert. You were moved. I were moved. Nice. Der Run war sowieso nicht so gut. Also ich meine 12 Sekunden über Gold. Bei einem 6-Minuten-Split, naja. Warum ändert der Wandlauf was? Ja, keine Ahnung, aber es ist so. Wenn man da nicht direkt per Drop stirbt, sondern per Wandlauf, funktioniert es nicht mehr. Macht keinen Sinn, aber dieses ganze Spiel macht keinen Sinn, also. Es gibt sehr viel, was in diesem Spiel keinen Sinn macht. Oder in diesem Speedrun besser gesagt, deswegen nichts hinterfragen. Einfach akzeptieren. Vielleicht hängt es damit zusammen, dass man länger braucht, bis man stirbt. Vielleicht ist der Ort des Todes nicht richtig. Ich, keine Ahnung. Fee, du solltest es wissen. Du hast doch in den Arbeitsspeicher reingeschaut. Mit deiner Cheat Engine.
um Sachen rauszufinden. Danke, Zeile, für deinen Host. Wow. Kein Kommentar. Haltet den Eindringling auf. Auf eurem eigenen Wohl solltet ihr das hoffen. You bitch! Ihr habt die Wahl. Lauf! Tod. Tod all jenen, die mir in den Weg treten. Kann sie bitte sterben, weil sie alles geblockt hat, habe ich 7 Sekunden vor in diesem Scheißbruch. Ja, Sphere, das kannst du mal testen. Viel Spaß. Sieben Sekunden. Das Ding ist, man kann Shady, die ich gerade bekämpft habe, nicht mit einer Konterattacke töten. Oder mit einer Rollattacke. Es geht nicht, weil... keine Ahnung. Geht einfach nicht. Ich akzeptiere es einfach. Mein Schiff. Alle sind tot. Wer auch immer das war, er wird dafür bezahlen. Wenn es so weitergeht, würde ich auch nicht mehr als 1 Stunde Grinding von diesem Spiel aushalten. Weil halt der kleinste Fehler alles kaputt machen kann. Wirklich alles. Und das ist so nervig, dass man dieses Spiel nicht grinden möchte. Vom finalen Boss mal ganz abgesehen, der sowieso RNG ist. Oder kennst du diese Stimme? Du kannst es nachschauen, bestimmt. Oh, cool. Verfehlt. Super. Ich weiß ja nur, wer die Stimme in Sands of Time gemacht hat. Das war Garrett Schmidt-Voss. Auch ein Typ, der im dauernd über den Weg läuft, wenn man sich deutsche Serien reinzieht. Oh, auch wenn du Shady meinst, dann weiß ich nicht. Ich dachte, du meinst den Prinz. Also ich glaube, das hier war nicht Garrett Schmidt-Voss. Der war nur bei Sands of Time. Soweit ich weiß. Ja, genau. That feel when sub-emotes falsch geschrieben. Das beeindruckt mich nicht. Was? Natürlich. Dieser Run dauert 20 Minuten. Jack Sparrow von Flug der Karibik, meinst du? Bin ich mir nicht sicher, aber kann schon sein. Ich meine, deswegen mache ich ja diesen kurzen Run, weil ich mal den auch schnell abbrechen kann. Du kannst ja mal nachschauen. Weil von Filmen kann man auf Wikipedia sehr leicht die deutsche Synchronsprecher nachschauen. Und wenn man auf der Seite von diesen Typen ist, dann steht da auch, wenn sie bei irgendwelchen Spielen mitgewirkt haben. Aber für Spiele Synchronsprecher nachzuschauen, das funktioniert bei Wikipedia irgendwie nicht. Außer bei den neuen und ganz großen wie... Oh, ne? Das ist leichter, als ich erwartet hatte. Da war ich gerade in Shady drin gestanden, weil gutes Spiel. Die Herrscherin hat euer Geschick wohl überschätzt. Die Herrscherin? I Twitch Act 9.
wie man unten sehen kann bei meinen Splits, ist der Weltrekord 2042 und meine Bestzeit ist 21:15. Also ich habe nicht den Weltrekord in diesem Spiel. Wenn ich ein bisschen Glück hätte, könnte ich es aber locker haben. Aber das liegt nur bedingt in meiner Hand. Ach, dieses Boot war so schlecht. Meine Schwerter. Fort. Man kann den Kampf locker nach 1,54 abschließen. Und 1,58 ist einfach nicht gut. Alle sind tot. Wer auch immer das war, er wird dafür bezahlen. Ich hätte eigentlich noch meine Controller-Cam einbinden können, habe ich vergessen. Egal. Sphere, ich hoffe, du rückst gleich mit ein paar Antworten raus. Weil du gerade recherchierst. Weil jetzt würde ich es auch gern wissen. Deutsche Synchronsprecher finde ich immer ein interessantes Phänomen. Wer schon wo überall mitgesprochen hat. Man denkt sich dann, ah ja klar, der war das, natürlich. Das sind die gleichen Stimmen. Ist der Aha-Effekt. Vernichtet ihn! Haltet ihn an, für mich auf! Ja, da habe ich einen Backflip zu viel gemacht. Ja, auch wahnsinnig viele Leute haben bei Yu-Gi-Oh! Mitgesprochen. Die man aus irgendwelchen Serien oder schon überall woher kennt. Und denkt man sich, ja klar, der war doch auch bei Yu-Gi-Oh! Das war Seto Kaiba oder das war Yu-Gi-Oh! Oder was auch immer. Aber das merkt man irgendwie erst im Nachhinein. Ich herkomme. Ist auch so ein schaut man dem Feind ins Gesicht. Phänomen, was man diskutieren könnte. Ist er ohne Waffe? So gibt man ihm ein Schwert. Tötet ihn! Aber stimmt, jetzt wo du es sagst, Bakura. Also eine ältere, dämonisierte Version. Ja, es stimmt schon. Das ist schon die Stimme. Hätte ich eine Rolle mehr machen können, wenn ich gewollt hätte. Bakura, Yu-Gi-Oh! Hast du überhaupt gelesen, was Becky geschrieben hat? Liest du überhaupt? Hier, liest du? Kannst du lesen? Root. Jetzt wird gebieft. Wird eigentlich mein Crash 2 PB hinter den Kulissen gerade schon gehighlightet? Kennst du nicht? Ja, ist ja kein Problem. Damit ich ihn gleich submitten kann. Wenn wir hier fertig sind. Ist jemand von der Regie da? Editor oder so? Das wäre sehr nett. Okay. Das ist mir noch nie passiert. Ich möchte das jetzt mal auf meinen Controller schieben. Weil ich mir ziemlich sicher bin, dass ich die Wandlauftaste gehalten habe. Das ist mir schon bei Sands of Time öfter passiert, dass ja mein Input von der R1-Taste einfach vorzeitig abbricht.
Ganz komisch. Vielleicht war es auch meine Schuld, keine Ahnung. Ach komm, das ist doch grauenhaft, dieses Movement, das will keiner sehen. Christian Bale. Kennt sich jemand aus? Oder kann Wikipedia benutzen? Ja. DavidNathan.de, oh, okay. Nice. Los, helft mir. Ja, 29 Cutscene ist okay. 28 Cutscene wäre besser. Ihr seid es nicht wert, dass ich meine Zeit mit euch vergeude. Immerhin laufen die Side-Rolls heute gut. Also, es gibt einen kleinen Zufallsaspekt. Das, also wenn sich die Gegner da komisch verhalten, dann werden die Side-Rolls unterbrochen. Black Mirror? Das ist nicht euer Ernst. Black Mirror, wirklich? Aber jetzt, wo du es sagst, ja, die Stimme von Samuel Gordon? Das ist schon ähnlich. Why didn't you know? Ja, Alter, als ob ich an die Stimme von Samuel Gordon aus Black Mirror denke, aus so einem Nischen-Point-and-Click-Spiel da. Aber jetzt, na klar, sicher ist es die gleiche Stimme. Today I learned. Ich danke dem Chat für diese Info. Es lenkt mich davon ab, dass dieses Spiel sehr schlimm ist, wenn man es grinden will. Solange ihr noch die Möglichkeit dazu habt, Tor. Natürlich, natürlich. Die Herrscherin hat euer Geschick wohl überschätzt. Die Herrscherin? Okay, wir gehen wahrscheinlich. Ja, also ich habe nur Black Mirror 1 gespielt und dann auch gespeedrunnt. Ist ein nettes Spiel, aber ist halt ziemlich langsam. 2 Stunden 50 oder so. Habe ich auch nur 2 Runs von gemacht. Aber so casual-mäßig war schon ganz nett. Die anderen Teile habe ich gesehen, aber nicht selber gespielt. Das ist ja ein netter Zufall. Das ist mein Schiff. Ah, natürlich bin ich zu weit rechts und treffe das Geländer nicht. Wer auch immer das war, RIP 3 Sekunden. Dafür bezahlen. Weil ich gerade sehe, ZFM Submissions, sobald ich No Puzzle Skips in Deponia Doomsday gelernt habe, werde ich wahrscheinlich auch Deponia Doomsday submitten. Mit 35 Minuten Estimate. Nachdem ich schon Deponia 2 submitted habe, aber so ein aktuelles Game wäre halt irgendwie ganz nice. Was, Prinz, was? Was ist dein Problem? Halte den Eindringling auf! Das ist absolut lächerlich. Mann, würde ich jetzt gerne resetten. Move ZFM Date. Vernichtet ihn. Ich bin hier schon 15 Sekunden hin jetzt. 15, das ist total verrückt. Also diesen Runny weiterzuführen ist eigentlich Schwachsinn.
Aber gut. Ein bisschen Übung im Mittel- und Endgame wird mir gar nicht schaden. Ich weiß, dass ihr hier seid. Zeigt euch. Ich herkomme, schaut man dem Feind ins Gesicht. Und ist er ohne Waffe. So, gebt man ihm ein Schwert. Es fehlt aber selbst mit Triple Skip. 15 Sekunden ist halt schon ziemlich extrem. Ich meine, ohne Triple Skip kann ich sowieso nicht Weltrekord holen, das ist klar. Aber selbst mit braucht man ein gewisses Maß an Movement. Und das habe ich eigentlich schon versaut. Nicht voll, aber ein Teil. Diese Katzen sollte eigentlich immer unter 5 Minuten enden. Das ist so dumm. Für diese Kühnheit werdet ihr zahlen. Ja, Samuel Gordon ist okay. Ich werde da jedes Mal dran denken, wenn ich dieses Spiel aber jetzt spiele. Ach, hätte ich es nur mal nie gelernt. Wenn so die neuesten Strats. Ja, kenne ich, aber ich mach sie nicht. Ich meine, obwohl, wenn du von neuesten Strats redest, die vor einer Stunde gefunden wurden, dann natürlich nicht. Aber dein komischer Cave-Sips, der total Schwachsinn ist. Oder Cottys Strategie nach dem Scorpion Sword, die mir nie die Mask of Cutscene gibt. Nee. Ein Cave-Sip macht niemand. Ja, natürlich nicht, weil das scheiße ist. Ganz einfach. Ach, das geht mit dem selber auch nicht. Interessant. Wusste ich gar nicht. Ein Mensch. Kein Gegner für uns. Kein Gegner für uns. Haltet den Eindringling auf. Dieser Split ist so schlecht. Ich glaube, das Neueste, was ich mache, ist der Backflip-Zip am Ende. Nach der Mask of Cutscene. Pff, 6,58, so lächerlich. Kann eigentlich nicht mein Ernst sein, dass ich den Run weitermache. Ich habe deswegen auch gesagt, das Neueste davon. Weil der Zip halt wirklich nicht neu ist. Wirklich? Wie war das Understepping? Jetzt noch 30 Minuten rumzubringen, ist eine Qual. Ja, weil mein Winkel war komisch. Deswegen wollte ich nicht zu viel oversteppen, weil ich sonst aus dem Korridor rausgeflogen wäre. So bin ich gar nicht erst reingekommen. Ach. So komme ich nie zum interessanten Teil des Spiels. Ich bin in einer ausweglosen Lage. Du solltest mir nicht in die Quere kommen. Ja, Samuel Gordon ist okay. Wie kannst du das mal im Discord posten? Prince of Persia Discord. Dass die Stimmen vom Prinzen Warrior Within und Samuel Gordon Black Mirror gleich sind. Bevor ich es vergesse dann. Aber das müssen die anderen erfahren. Vor allem Robbie. Mach no reset? Ja, wahrscheinlich. Machen wir no reset eben. Jetzt ist auch schon egal. Also mit Let's PB bei diesem Spiel wird es wohl nichts werden, aber macht nichts. Habe ich auch nicht erwartet.
Weil gute Zeiten in dem Spiel zu holen einfach nur schlimm sind. Egal wie gut man ist, man hat das nicht in der eigenen Hand. Das ist nervig. Deswegen könnte ich auch nie Pokémon wahrscheinlich spielen. Oder Run. Wenn man Zeit verliert, wo man nichts dafür kann. Ich glaube, da würde ich nervlich und moralisch nicht mehr klarkommen. Nice Smashing. Als ob 1,51! Boah, wie gut! Dieses Boot, boah! 1,51, das muss man erstmal schlagen. Sagt der Sense of Time Rod? Ja, okay. Aber so schlimm ist es in Sense of Time nicht. Da sind Warrior Within wirklich schlimmer zu grinden. Finde ich. Okay, wer ist eigentlich nach mir dran? Ich weiß, irgendwer ist nach mir noch. Ab 19 Uhr, aber ich kann auch nicht ins Programm gerade schauen, deswegen. Kann mich mal einer sagen aus Interesse? Wäre nice. Alle sind tot. Wer auch immer das war, er wird dafür bezahlen. In der Sphäre ist ja was anderes. Das sind dann Punkte, von denen ich es weiß, nicht kontrollieren kann. Meistens. Sparrow ist nach der. Ja, okay. Ah, das ist ziemlich weit links. Das war knapp. Los, helft mir. Resident Evil 5. Ah, okay. Danke für die Info. Könntest du bitte da hochlaufen? Resident Sleeper. Wow. Die Shots. Ja, hier, wenn man nur zwei Backflips macht, dann ist man schon in der richtigen Richtung. Für den Wandlauf. Wenn man drei macht, dann macht man meistens einen seitlichen Wandlauf. Und kommt diese Wand nicht hoch. Dass ihr hier seid. Zeigt euch. Wo ich herkomme. Cheat Engine Percent. Nein. Und ist er ohne Waffe, so gibt man ihm ein Schwert. Ja, es klingt sinnvoll. Also die Synchronstimmen Black Mirror im Deutschen waren schon ziemlich gut. Da kannst du nichts sagen. Ich hab's halt nie auf Englisch oder Ähnliches gehört. Logischerweise. Oh! Ich wusste nicht, dass man da weg side-rollen kann. Das ist interessant. Das ist doch Schwachsinn. Der Hacker mit dem Stick besiegt. Kein Kommentar. Ja, diese... Also normalerweise springt man immer über den Gegner drüber. Weil man das Movement danach kontrollieren kann. Dieses Side-Roll war unerwartet und hat mir mein Movement versaut. Macht aber nix. Lasst es uns schnell zu Ende bringen.
Die Gegnerstimmen sind so aggressiv hier. Das ist auch so ein Ding. Im Deutschen, diese Gegner klingen abartig. Also in einem guten Sinne, es passt zum Spiel. Und im Englischen, naja, sind halt da. Niederländisch, bitte. Das haben wir schon hinter uns. Das haben wir um 4/10 verpasst. Ah. Das Spiel ist Schrott. Nein, Deponia ist Schrott. Nein, das auch. Es fehlt, wenn du über ZFM redest, ja. Lächerlich, dann. Toll. Ah, das war halt nie im Leben anders, Stepping. Das waren nie im Leben zu wenig Schritte. Ja, also jetzt gehe ich durchs Portal, weil das meinen Sand auffüllt. Und dann versuchen wir es nochmal. Ja, keine Ahnung, wie das gerade nicht funktioniert. Aber das ist Weltrekord tot. Ich beende den Run nur noch um des Runs willen. Ja, das fehlt. Ich habe auch bei meinen Submissions überall Copy-Paste dann gemacht, einfach. Ich habe mir das einmal in so ein Editor-Datei und dann einfach immer reinkopiert. Wahrscheinlich müsste man das auch gar nicht. Also ich glaube, wenn man es einmal hat, dann muss man seine Kontaktdaten und so nicht nochmal angeben. Ich meine, das kann man sich ja dann selbst zusammenreimen. Schauen, ob es jetzt besser läuft. Könnte diese Vase kaputt gehen. Das wäre sehr freundlich. Danke. Das ist am schnellsten, ja. Am schnellsten ist es, den Zip zu machen, um das nächste Areal zu laden und dann direkt zu sterben. Weil man diesen Raum zweimal muss, sonst funktioniert es nicht. Keine Ahnung warum. Danke. Jetzt immer ein schwebender Kopf. Und jetzt geht's rund. Ich verliere übrigens jetzt schon Zeit und der Split ist erst 20 Sekunden weg. So 20 bis 30, also. Da sieht man aber, wie schmerzhaft ein kleiner Fehler sein kann. Ja, ich habe den Weltrekord jetzt schon 15 Sekunden verpasst, egal wie gut ich spiele. Weil ich beim ersten Zip ein paar Schritte zu wenig gemacht habe. Das ist so lächerlich, echt. Da kann ich mich so drüber aufregen. Deswegen ist mir Weltrekord in dem Spiel auch egal, weil es
Weil es einfach keinen Spaß macht. Wenn man es zu sehr grindet. Den Run einfach so oder ein paar Races so geht immer. Aber ernsthaftes Grinding ist dann... Naja, wenn man den Weltrekord wirklich will, dann muss man da wohl durch, aber ich will ihn nicht. Die Submissions von Heinke. Ja, ich hab schon gesehen. Ich bin kurz zurück, um das nächste Areal hier zu laden. Ach, natürlich. Caves for nothing, daneben nothing. Als ob ich diesen blöden Cave-Suit machen würde. Übrigens, kleiner Fun-Fact. Man könnte ja denken, nach dieser kleinen Cutscene ist man auf der anderen Seite der Grube. Allerdings wird man mehrere hundert Meter weg teleportiert. Das Areal ist ganz woanders. Ist mega unintuitiv, aber ist halt so. Ich kann fast nichts sehen. Deswegen kann man auch nicht einfach über den Abgrund zippen, sondern man muss da wirklich in ein komplett anderes Areal. Ich weiß nicht mehr, wie der Zip geht. Und wie soll ich einen Zip machen, von dem ich nicht weiß, wie er funktioniert? Als ob ich mir das merke. Weißt du, was ich einmal gesehen habe? Und ihr nennt euch Schwertmeister. Gut. Dieser Hund kann in der Wand stecken bleiben, verglitscht sein. Und dann kann man den nicht kaputt Wandlauf Schwert dingsen. Vorsichtig. Das kommt jetzt vielleicht ein bisschen spät, schon mal darüber nachgedacht. Vorsichtig. Ah, als ob ich natürlich außen lande. Ich wollte eigentlich hier drin landen mit dem Zip. Naja. Passiert. Jetzt sollten auch Gegner spawnen, weil ich hier draußen war. Na, oder nicht? Manchmal spawnen hier Gegner, wenn man außerhalb der Wand landet nach dem Zip. Kannst zurücksippen und dann den Zip machen, ja? Kann ich auch einfach ignorieren auf Twitch. Das kann ich auch machen. No. Also vielleicht zurück zum Spiel. Wir haben uns jetzt mit dem Skorpionschwert die stärkste Waffe geholt. Und mit dem Lichtschwert die stärkste Zweitwaffe des Spiels. Jetzt müssen wir nur noch unsere Sandmaske loswerden. Und dann können wir den letzten Boss bekämpfen. Also diese Route ist eigentlich optimal. Es kann überhaupt nicht schneller gehen. Das ist vom Spiel perfekt eingefädelt. Und nicht mehr beabsichtigt. Ich glaube zumindest nicht, dass die Entwickler von diesem Zip-Glitch wussten und den im Gedächtnis hatten. Als sie dieses Spiel konzipiert haben und gedacht haben, oh, ja, hier, das müssen wir so und so machen, dass der Speedrun auch möglichst schnell ist. Der Gedanke wäre aber zugegebenermaßen witzig. Wenn es so wäre. So, hier. Ja, zurück zu Spuren, um hochzukommen, ist schneller. Um ein paar Sekunden. Nichts Großes. Wahrscheinlich kriege ich in diesem Run auch noch Triple Skip, wo es sowieso nichts mehr bringt. Das wäre so typisch und absolut nicht witzig. Wenn es dann am Ende heißt, ja, du hättest Weltrekord holen können. Und es wäre Weltrekord gewesen, wenn du diesen ersten Zip nicht versaut hättest. Ich fände es witzig, na, ich nicht so. Geht's hier rüber und runter. Das war dumm. Ja, jetzt kann ich mir den Weltrekord sowieso abschminken. Prinz, bitte. Ich habe ihn nicht lang genug gehalten. Das heißt, ich habe nicht genug nach unten gesippt und bin durch Fallschaden gestorben. Ja, hier sollte man aufhören. Nie zuvor habe ich ein so großes Uhrwerk gesehen.
als ob der gesamte Turm eine gewaltige Maschine wäre. Aber wofür, frage ich mich. So, zwei Schwerter, Rolle hoch. Das nächste Areal ist nicht geladen. Ups, was machen wir da? Wir treffen den Trigger und gehen zurück. Und geladen. Das kann nicht mehr PB werden, so schlecht ist das schon. Selbst mit diesem Triple Skip, der 30, 35 Sekunden spart, ist die PB tot. Das ist doch dumm. Na, kein Problem. Weiß ich, wieso nur ein Reset war. Triple Spart. Naja, im Vergleich zu Double schon. Im Vergleich immer mit Double Skip, weil man den relativ einfach bekommt. Ja, genau. Also insgesamt spart so 1,30, 2 Minuten. Aber den Double Skip, also das Überspringen von zwei Attackenphasen, kriegt man eigentlich immer hin. Aber das von allen drei, das ist halt wieder eine andere Sache. So, und jetzt sind wir wieder der Prinz. Und können jetzt versuchen, das Spiel abzuschließen. In nur 4 weiteren Minuten. Dazu trinken wir kurz, dass wir durch die Fallen durchrollen können. Ist auch ganz nett. Die Side-Roll-Animation wird nicht von Fallen unterbrochen. Man verliert zwar Leben, klar, aber man kann einfach durch. Hier können wir mit einem Backflip rüber. Da kann allerdings ein Storygate verfehlen. Ich will gar nicht genau darauf eingehen, was das ist. Ja, irgendwie Vorhunde. Also was passieren kann, ist, dass das Spiel sagt, oh, an diesem Punkt warst du noch nicht, weil du da ganz knapp rübergesippt bist. Das heißt, wir geben dir nicht den Endkampf, sondern wir geben dir das Areal in einer früheren Version, mit der du nichts anfangen kannst. Das kann durchaus passieren. Sehr selten, aber wir werden es ja sehen. So, leider ist es ist die Vergangenheit noch nicht geladen. Auch die Vergangenheit ist ein anderes Areal. Also ich glaube, die Vergangenheit liegt ein paar hundert Meter unter der Gegenwart. So, also jetzt hat die Gegenwart geladen, jetzt werden wir da auch hin teleportiert. Wenn man das nicht macht, dann landet man im schwarzen Nichts, fällt runter und ist tot. Mal schauen, sind die Hunde hier? Nein, alles gut. Wie gesagt, sehr selten, dass man diesen Trigger nicht trifft und das Spiel dann einem nichts gibt. Vergangenheit ist unten, okay. Mal schauen, wenn ich jetzt Triple Skip bekomme, dann protestiere ich. Dann ernsthaft. Wenn nicht, dann ist es mir auch egal. Dann wisst ihr, dass ich keine Wahl habe. Es gibt immer eine Wahl, Kalina. Dann wähle ich das Leben. Und ihr bekommt den Tod. Das war nicht so gut. Seht ihr nicht? Wir können das Schicksal bezwingen. Das ist nicht, was bei unserem ersten Kampf. Also diesen ersten Santa zu verbrauchen für die Zeitlupe ist relativ schlecht hinten raus, weil man den Sand brauchen könnte. Für einen Triple Skip. Wie gesagt, bei mir ist es jetzt egal, deswegen habe ich ihn mal verwendet. Es tut mir leid. Natürlich geht sie hoch. Natürlich geht sie hoch zum blöden
Tornado Cycle. Macht nichts. Also, zur Erklärung vielleicht nochmal: Triple Skip bedeutet, ich kann all diese drei Tornado-Phasen hier überspringen, die halt für sich sehr lange dauern. Natürlich werde ich hier getroffen, das ist noch mehr Schwachsinn. Ob ich mitsprechen kann, ja. Ich habe diese Cutscene schon ein paar Mal gehört. Wahrscheinlich sowas um die 100, 200 Mal irgendwo da. Das spricht eindeutig dafür, dass ich zu viel Zeit mit diesem Spiel verbracht habe. Kann dieser Tornado bitte hier? Danke. Ich hätte gerne den Sand. Okay, diesen Zyklus kann man überspringen, indem man diesen Kampf verliert. Und für den dritten... Für den dritten muss man jetzt ein bisschen Glück haben. Da muss man im richtigen Moment einen Wandsprung von ihr wegmachen. Na egal. Hat nicht funktioniert. Also muss im richtigen Moment einen Wandsprung von ihr wegmachen. Damit sie in einer Animation gefangen ist und nach dieser Cutscene direkt getroffen werden kann. Und eben nicht, wie hier gerade gesehen, zum zum dritten Tornado-Angriff hochgeht. Vergangenheit ist oben. Ja, dachte ich mir doch. Das wäre jetzt immer noch kein Schwachsinn. Warum habe ich dir jemals vertraut? Ja. Grauenhaft. Ich habe jetzt nur einen von den drei Cyclen geskippt bekommen. RNG. Kann ich wirklich nichts machen. Ich kann mein Glück nur ein bisschen erhöhen, meine Chancen, aber das war's dann auch. Du hast auch falsch schon gesagt. Ja, sehr gut. Sehr gut, Mama. Ja, das war's dann auch von mir. Ach, ich hab keinen Bock mehr. Dieses Spiel ist so dumm. Zu grinden. Ist eigentlich schon der nächste da? Wahrscheinlich schon irgendwo. Ja, Sparrox ist schon in Lobby 2, also. Von mir aus kann er auch gut werden. To your channel. Hallo? User was moved to your channel. Hey! Ja, ich bin durch. Macht, was ihr wollt. Oh Gott. Was wir wollen, Jan. Das alles. Wird sehr cool. Alles, was ich will. Gut, dann hör auf, ich bin soweit. Ich bedanke mich nochmal fürs Zuschauen. Crash 2 PB lief ja immerhin. Über den Rest wollen wir nicht reden. Und dann jetzt viel Spaß bei dem Spiel, das gerade kommt. Welches Spiel kommt jetzt? Resident Evil 5. Ne? Ja. Ja, genau. Habt mir doch gemerkt. Also, viel Spaß und haut raus.